Und ja, kommen hier zu einem kleinen Secret, noch einer Kriegerseele. Und hier ist der Weg zurück. Also da war die Bossfight-Mauer. Und hier geht es einfach wieder zurück, weil wir wollen zurück. Wir wollen die Katakomben jetzt erst einmal wieder verlassen. Dumm die dumm. Hier ist übrigens noch ein Secret. Hier kann man Spielegeräusche hören. Auf die gehe ich aber erst ein, wenn wir das nächste Mal hier sind. So, erstmal will ich hier lang. Ja, an den hier vorbei. Und der hat nichts. Das ist jetzt komisch. Weil normalerweise droppt spätestens der letzte Nekromant seine Schädellaterne. Und soweit ich weiß, habe ich alle Nekromanten besiegt. Ja, ich habe den ersten besiegt am ersten Leuchtfeuer am Eingang. Ich habe den zweiten mit dem Bogen getötet. Den dritten habe ich auch mit dem Bogen weggeschossen. Den vierten, ja, den habe ich... Ja, ich habe viele mit dem Bogen getötet. Und den letzten habe ich jetzt so weggestochen. Und hier kann ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Hier kann man sich nämlich in den Sarg legen. Also ja, dann müssen wir halt ohne Schädellaterne klarkommen. Wir finden zum Glück noch eine später. Aber so wirklich brauchen tun wir die auch nicht. Wir warten jetzt einfach mal ganz kurz hier im Sarg. Dann dürfte gleich was passieren. Dumm die dumm. Ja. So, wir sind an einem ganz anderen Ort gelandet. Sarg-Travelings. Bequem reisen im Sarg. Wir sind nämlich jetzt im Grabmal der Riesen. Das ist das Gebiet, was nach den Katakomben kommt. Und hier... Hier können wir über den Sarg hin. Und hier erwartet uns jemand. Der Grabesfürst. Liegt da einfach im Sarg drin. Bei ihm könnten wir jetzt einen Eid leisten, aber das mache ich nicht. Hier neben ihm ist noch ein Sarg, wem auch immer der gehört. Also ja, das hier ist ein... der Weg, um Nitos Eid beizutreten, Nitos Covenant. Einfach durch den Sarg hier. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Weg hier runter. Aber dazu später. Wir wollen erstmal wieder zurück. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Reise bei Sarg-Travelings. Wir sind nämlich wieder in den Katakomben jetzt. Genau an der Stelle, wo wir vorhin reingestiegen sind. So. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg an die Oberfläche. Also ja, ist schade, dass wir die Schädellaterne nicht bekommen haben. Aber unbedingt brauchen tun wir sie nicht. Wir kriegen nämlich noch an zweiter Stelle noch mal eine. So, hier ist nichts mehr von Bedeutung. Die Gegner sind übrigens noch alle tot.
Nur ein einzelner Schädel fliegt hier noch rum. So, wir wollen hier zurück. Da rein wollen wir nicht. Sondern einfach den Weg hoch. Und zwar ignorieren wir jetzt auch mal das Leuchtfeuer. Und der wird wahrscheinlich hinter uns runterspringen, oder? Nö. Er schlägt irgendwo wild auf die Wände ein. Zweihändig. Ja, zweihändig ist besser. So, weg mit euch. Kommt von hier unten noch irgendjemand? Ja. So, weg. Ich will noch mal kurz hier reingucken. Weil hier war ja noch ein Nekromant. Aber der hat nichts für uns. Schade. Aber okay. Das heißt, wir haben die Schädellaterne wirklich verpasst. Da unten ist der Loot übrigens auch despawned. Nur noch die Leiche liegt da rum. Ah, darunter will ich, wie gesagt, noch nicht. Ah, ich behalte das Schwert mal zweihändig. Weil wir kommen ja noch an ein paar nette Stellen. Hier müsst ihr gleich ein Skelett sich zusammenfügen. So, dass wir gleich auch wieder auseinandernehmen. Ach, und hier ist unser Kumpel. Au. Böse. Gut. Hier können wir ein bisschen rennen. Den da ausschalten und den Bogenschützen. Na, auf die Entfernung kann er fast schon nicht daneben schießen. Der steht hinter uns auch. Den schalten wir auch aus. Und dann kürzen wir hier ab. Gehen den Weg einfach zurück. So. Backstabbing haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Tun wir mal ein Skelett backstabben. Ah. Gemeinheit, steht da einfach auf. Ich wollte dich von hinten töten und du stehst einfach auf. So, euch beide töten. So. So. Und dann geht's hier wieder zurück nach draußen an die frische Luft. So, einer ist hier runtergefallen. Genau, der ist nämlich da oben. So, jetzt aber weg mit dir. Hier Schmuel machen. Und wir haben 8 Menschlichkeit. Das ist sehr gut. Genau, hier ist das Skelett, was ich vorhin meinte, was runtergefallen ist. Vom ersten Nekromanten aus. So, und hier explodieren gleich 2 Schädel und nehmen den da mit. Und wir rennen einfach durch Richtung Tageslicht. Ah, wie schön es ist, die Sonne wieder zu sehen. So, ich habe ja jetzt auf dem Weg, jetzt in den Katakomben, einige Sachen gefunden. Und dann die Zweihänder. Das ist wie gesagt eine Anlehnung an den deutschen Zweihänder. Der muss mit beiden Händen geschwungen werden. Und das aber das enorme Gewicht lässt Feinde durch die Luft fliegen. Krummsäbel ist klar. Ein Streitkolben, Flügelspeer. Waffe mit einer großen gebogenen Klinge. Diese Waffe basiert auf einem Werkzeug zur Getreideernte. Ja, eigentlich ist es ja ein Werkzeug zur Getreideernte. Die prächtige, scharfe, gebogene Klinge verbreitet beim Gegner Furcht und Schrecken. Das mag vielleicht am Selbsterhaltungstrieb liegen. Also ja, wenn der Sensenmann klopft. Ja, und diese Holzräder.
Riesiges Holzrad mit einem Kranz aus Stacheln. Es ist halb mit einem seltsamen Skelett verschmolzen, die wir getötet haben. Kann als Großschild verwendet werden, nur sind da diese riesigen Lücken. Wenigstens werden die Stacheln zur Waffe, sobald sich das Rad dreht, wirklich seltsam. Ja, also man kann dieses Rad zu bösen Sachen verwenden. Und wir haben noch die Kleriker-Rüstung hier gefunden. Oder die Priester-Rüstung, besser gesagt. Eine von Geistlichen getragene Robe, die zwar unscheinbar wirkt, aber mit festen Stoffregen abhält und die Körper wärmt. Juhu. Wer mit den Lehren der Kirche unzufrieden ist, der muss seinen Glauben auf die Probe stellen, indem er eine spirituelle Reise unternimmt. Ein Selbstreinigungsritual des Weißen Pfades. Also ja, wir schicken euch in den Katakomben mit dem Tod. So wie wir es mit den vier Klerikern gemacht haben, von denen nur Petrus zurückgekommen ist. Und ich glaube, muss mal kurz gucken, haben wir eigentlich das Fernglas geholt? Ja. Rückt Entferntes näher. Dieses hochentwickelte Gerät wurde von einem berühmten Handwerker aus Astora gefertigt. Es hat zwar nur einen Nutzen, aber dafür viele Einsatzmöglichkeiten. Der Wert dieses Fernglases hängt wesentlich von der Fantasie seines Besitzers ab. Also ja, damit können wir uns auch die Leute besser ansehen. So, und erstmal euch hier weghauen. Euch können wir nämlich jetzt wieder mit einem Schlag töten. Wir sind nämlich wieder draußen. Hier sind die Skelette easy peasy. So, weg mit euch. Und ab zum Feuerbandschrein. Hier schnarcht immer noch einer. Nur nicht mehr so laut. Und hier sitzt unser Depri-Typ. Der hat nichts Neues zu sagen. So. Dann würde ich sagen, zeige ich euch erstmal das Entfachen. Wir können nämlich jetzt das Leuchtfeuer noch zweimal aufstufen. Das mache ich hier auch gleich. Hier ist es nämlich am wichtigsten. Unser zentrales Leuchtfeuer. So, jetzt haben wir 20 Estus-Flak-Cores und damit sind wir für die Schandstadt mehr als gerüstet. Und als nächstes will ich noch aufsteigen. Und zwar weiter die Intelligenz. Steigern. Gut. Jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich ein oder zwei Seelen verbrate. Aber nicht gerade die eines verlorenen Untoten. Ich hätte gerne die etwas größeren Seelen. Seele namenlos. Seele Soldat. So, Seele Soldat. Komm her. Einem erstmal. Die gibt nämlich genau 1000. Und 1000 müsste auch der Zauber kosten. Oh, hello. Well, you certainly are myself. Ja, Gegenstand kaufen. Nein, 1500. Goodbye. Deuce. Also wechseln wir auf die Seele und benutzen noch eine. Und sprechen ihn nochmal an. Oh, hello. Well, you certainly nice. Gegenstand kaufen, Sturzkontrolle. So, der braucht nämlich 16 Intelligenz. Nee, halt. Das ist der große Seelenpfeil. Yep. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch Sturzkontrolle unter Zauberei einstimmen, da reinmachen, wenn wir noch die eine Intelligenz haben. Aber noch brauchen wir Sturzkontrolle nicht. Ich habe, wie gesagt, das brauchen wir erst nach der Schandstadt. Jetzt will ich erstmal noch kurz gucken. Bodenlose Kiste. Nein, erstmal will ich nach meiner Ausrüstung gucken. Ah doch, das mache ich in der bodenlosen Kiste, ja. Also erstmal Waffe, Langschwert, Breitschwert ist gut. Das Spinnenschild müsste auf plus 5 sein. Ja, da gehört es auch hin. Und ansonsten sieht eigentlich alles ganz gut aus. Große Scherbe, grauer Brocken. Große Scherbe bräuchten wir noch ein paar Stück. Habe ich eigentlich dran gedacht, den Bogen zu verbessern? Nein, habe ich gar nicht.
Okay, dann wird unser nächstes Ziel dann erst einmal der Schmied sein.